Zum siebten Mal präsentiert sich die Kulturfabrik Hoyerswerda und ihre Tanzkompanie in diesem Jahr. Vom 15. bis 17. November heißt es wieder Eine Stadt tanzt, diesmal unter dem Titel Hoy. Ist wer da? Einstudiert wurde das Bühnenstück mit dem Berliner Choreografen Stefan Le Breton. Und dieser hat gemeinsam mit seinen Tänzerinnen und Tänzern Großes vor. Die Besucher erwarten ein sehr vielschichtiges Projekt. Ein Tanzstück, was eine Länge von 70 Minuten hat, was ich seit einem Jahr mit den Tänzern, mit der Tanzkompanie jetzt einstudiert habe. Es sind sehr viele persönliche Momente zu sehen von den Tänzern, die wir in eine tänzerische Sprache gebracht haben. Und natürlich ist es so, dass in dem Gesamtprojekt das Tanzstück sozusagen der Hauptteil des Abends ist, aber es sind eben auch eine Rauminstallation Schatten, die ganze Kufa, die haben wir sozusagen zu einem Kunstort erklärt. Das heißt, es geht beim Einlass los, das Stück geht schon beim Einlass los. Wie kommt man in die Kufa? Was hat sich hier verändert? Wir haben alle Räumlichkeiten verändert. Hier zum Beispiel sitzen wir in dem Ausstellungsraum, was eigentlich das Café Auszeit ist. Das hat mit dem Thema des Projektes zu tun und mit dem ganzen Ausgangspunkt, so wie es schon seit einem Jahr auch geplant war. Ich freue mich riesig, dass wir das jetzt umsetzen können und dass wir das hier in der Kufa machen können, in diesem tollen Gebäude. Das ist, glaube ich, auch etwas, was noch nie da war für eine Stadt Tanz, dass wir sozusagen in das Kufa-Gebäude, also in das Gebäude des Veranstalters gezogen sind, um dieses tolle Projekt hier umzusetzen. Die Kufa Tanzkompanie wurde 2010 vom Tänzer Dirk Linich gegründet. Sie besteht aus mittlerweile mehr als 70 Bürgern unterschiedlicher sozialer Herkunft. Der jüngste Tänzer ist 7, die älteste 78 Jahre alt. Und genau das ist es, was die Gruppe ausmacht. Die Company zeichnet wirklich aus, dass ein großer Zusammenhalt entstanden ist. Es ist ein eigener, auch sozialer Raum entstanden. Die Tänzer, die sich vielleicht im normalen Leben nicht begegnet werden, haben natürlich eine Bindung aufgebaut. Es gibt natürlich auch Halt. Und ich denke, dass man das spürt in dem Stück, dass jeder Tänzer eine Stimme hat, also nicht nur ein Ausführender ist einer Idee, die jetzt der Kunst untergeordnet ist, sondern in dem ganzen Stück alle Szenen, die man in dem Stück oder die wir tänzerisch umgesetzt haben, haben ihren Ursprung bei den Tänzern. Wie ist ihre Meinung zu dem Thema Einsamkeit? Wie ist ihre Einstellung? Wie sind ihre Erlebnisse? Wie sind sie persönlich in der Vergangenheit oder in den heutigen Tagen damit umgegangen? Die Gruppe brachte in den letzten Jahren immer aktuelle Thematiken der Stadt auf die Bühne. 2014 erhielt die Kufa Tanzkompanie für ihre Produktion Eine Stadt tanzt Zakre den sächsischen Amateur-Theaterpreis für die beste Inszenierung. In dem nunmehr siebten Projekt wechselt die Tanzgruppe das Genre. Und deswegen sind wir von dieser dokumentarischen Handlung komplett weggegangen, sondern erzählen jetzt Geschichten und Bilder, die eben auch zeigen, die wirklich auch persönlich zeigen, wie bin ich mit dem Thema umgegangen oder wie ist der Einzelne mit dem Thema umgegangen und was hat er erlebt. Und es ist kein trauriges Stück, um Gottes Willen, es gibt auch lustige Momente und Momente zum Lachen und das ist alles in einen sehr schönen Rahmen gefasst. Wir haben den ganzen Ballsaal umgebaut, wir haben den in eine offene, lebendige Bühne verwandelt. Das heißt, die Tanzfläche ist im Saal, mittig im Saal und das Publikum sitzt sozusagen auf Tribünen sich gegenüber. Ja? Und dann haben wir große Projektionsflächen aufgehängt, wo Videoprojektionen und das ganze Ding unterstreichen. Und man erwirbt den, also schon alleine dafür lohnt es sich sozusagen, weil der Kufa, die ganze Kufa ist so verwandelt. Und wer den Ballsaal kennt als Stadtpublikum, der wird den Ballsaal so in der Form noch nie gesehen haben. Der Kartenvorverkauf läuft noch, die Premiere am Freitag ist aber bereits ausverkauft. Tickets gibt es im Internet unter www.kufa-feuerswerder.de oder an der Abendkasse.